ganz, nur daneben. Wir Frauen von heute gehen doch auf die Straße, auch wenn es regnet. Nur leider sind wir allzu oft noch Männern von gestern begegnet. Das Verfassen von Gedichten und Geschichten war eine liebgewonnene Tätigkeit von Marie Ahoder. Wenn wir uns heute anlässlich des Internationalen Frauentages mit Marie Ahoder als Sozialwissenschaftlerin und politischer Aktivistin auseinandersetzen, ist dieses Gedicht aber schon ein wichtiger Hinweis. Ahoder beschreibt darin ihre Generation von Frauen als selbstbewusste und zukunftsfrohe, die die Vorurteile und Kritik der Männer links liegen lässt. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Georg Hubmann. Ich bin Leiter des Marie Ahoder Otto Bauer Instituts und werde heute für Sie diese Veranstaltung moderieren. Die Hauptdarstellerin des Abends ist aber Marie Ahoder, vielen von Ihnen bekannt als österreichische Sozialforscherin, die besonders mit der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal in Verbindung gebracht wird. Dass wir aber diese auch aus Ihrer Sicht verengte Perspektive erweitern können, liegt an den Herausgeberinnen der Marie Ahoder Edition. Johann Bacher, Waltraud Kanonier-Finster und Meinrad Ziegler haben mit viel Energie und Beharrlichkeit dafür gesorgt, dass im Herbst 2021 hier bereits der vierte Band erschienen ist. Als Einleitung zum heutigen Abend habe ich ein paar Worte zu dieser Buchreihe vorbereitet und das soll auch stellvertretend dafür stehen, das umfangreiche Wirken von Marie Ahoder Ihnen ein wenig vorzustellen. Der erste Band der Edition erschien 2017. Darin ist enthalten die Erstveröffentlichung von Marie Ahoders Dissertationsschrift aus 1932. Sie trägt den Titel Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 1850 bis 1930. Marie Ahoder hat für diese Arbeit 52 Männer und Frauen in Wiener Versorgungshäusern interviewt und sie gefragt nach prägenden Ereignissen in ihrem Leben. Die daraus gewonnenen Lebensgeschichten hat sie, wie es sich für eine wissenschaftliche Arbeit gehört, mit einem entwicklungspsychologischen Modell ihrer Doktormutter Charlotte Bühler verbunden. Die Geschichten aber geben uns heute noch einen Einblick in das Leben von einfachen Leuten, 3 bis 4 Generationen vor der Zeit, in der wir heute leben. Das ist ein Blickwinkel, der in Berichten über diese Zeit oft fehlt und uns heute ganz unmittelbar aufzeigt, was die Konsequenzen sind, wenn man ein Leben führen muss, wo es keinen Sozialstaat und keine soziale Absicherung gibt. Band 2 der Edition trägt den Titel Arbeitslose von der Arbeit und darin ist veröffentlicht eine Studie über ein Subsistenzprojekt zur Beschäftigung langzeitarbeitsloser Menschen in den späten 1930er Jahren in Wales. Sie merken schon, das Thema Langzeitbeschäftigungslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit ist auch eines, das in der heutigen Zeit sehr aktuell ist. Marie Ahoder hat im Exil in England in den Jahren 37 und 38 in der Bergbauregion Eastern Valley dieses Projekt evaluiert und hat damit auch ihre Forschung, die sie im Marienthal begonnen hat, fortgesetzt. Für die Diskussion über die Bedeutung der Arbeit für den Menschen und darüber, was denn gute Arbeit nun für uns alle ausmacht, liefert diese Studie auch heute noch sehr spannende und vielfältig verwertbare Erkenntnisse. Marie Ahoder hat in ihrer langen wissenschaftlichen Karriere stets Themen, die sie selbst als gesellschaftlich relevant ansah, beforscht. Sie verlor dabei aber nie die Situation der unmittelbar Betroffenen aus dem Blick. Sie nannte das lebensnahe Forschung. Im Band 3 der Edition finden sich verschiedene Artikel und Essays zu den Feldern, mit denen sich Marie Ahoder besonders beschäftigt hat. Ich nenne jetzt ein paar Überschriften daraus: Sozialpsychologie und Sozialwissenschaften, Antisemitismus und Vorurteilsforschung, Konformität und Freiheit sowie vieles zur Sozialpsychologie der Arbeit finden sich in diesem Band 3 der Edition. Heute aber geht es um den, wie schon gesagt, im Herbst neu erschienenen Band 4 der Edition. Er trägt den Titel Akteneinsicht Marie Ahoder in Haft. Es geht darin um Ahoders Zeit als politische Aktivistin im Roten Wien. Und für dieses Buch haben Meinrad Ziegler und Horst Schreiber den Gerichtsakt von Marie Ahoder aufgearbeitet und
Was daraus ganz prägend ist, und das mag ich schon als Einstimmung auf diesem Abend vorausgehen, das Credo der Widerstandskämpferinnen, die inhaftiert waren, war: den Tatbestand leugnen, aber nicht die Gesinnung. Im Buch findet sich außerdem ein sehr spannender Beitrag von dem Soziologen Andreas Kranebitter, der zeigt, wie im österreichischen Ständestaat Polizei und Justiz im Kampf gegen die linke Opposition vorgegangen sind. Außerdem, wie immer, eine spannende lesende Biografie von Christian Fleck, der analysiert hat das politische Leben der Maria Ahoder. Wertvoll ist auch der Beitrag des Präsidenten des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Friedrich Forsthuber. Der würdigt in seinem Vorwort Marie Ahoder als eine Frau, deren politischer Widerstand gegen Diktaturen Vorbildwirkung als Gegenpol zu einer weit verbreitenden Politikverdrossenheit hat. Besonders aber freut uns, dass für dieses Buch auch Lotte Behlin, die Tochter von Marie Ahoder und Paul Lazarsfeld, ihre Erinnerungen an ihre Zeit in Wien niedergeschrieben hat. Sie hat neben diesem Text auch zu allen anderen Bänden viele Informationen und Materialien beigetragen. Und wenn technisch alles geklappt hat, freue ich mich auch sehr, Sie heute im Livestream der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. All the best to you, Miss Behlin. Die Bücher der Marie Ahoder Edition gibt es heute auch am Büchertisch zu kaufen, und da werde ich dann später noch einmal drauf zurückkommen, es wird auch eine besondere Aufmerksamkeit dazu geben. Besonders danken möchte ich an dieser Stelle auch Alenka Mali, die mit animierten Bildern die nun folgende Buchpräsentation und Lesung mit einem besonderen Rahmen versehen hat. Dann ist es jetzt also Zeit, in das Programm der heutigen Veranstaltung einzusteigen. Maria Hofstetter wird aus dem Strafakt der Frau Dr. Marie Lazarsfeld-Jahoder lesen und Meinrad Ziegler wird die einzelnen Stellen für uns kontextualisieren. Im Anschluss daran werden die Historikerin und Steirer Kulturstadträtin Katrin Auer sowie die Zeithistorikerin von der Universität Linz Martina Kugelberger Einblicke in die Rollen von Frauen in Wissenschaft und Politik damals und heute geben. Und das wird dann an Sie die Einladung sein, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und spannenden Themen, die wir heute in diesem Abend behandeln, gemeinsam zu diskutieren. In dem Sinne freue ich mich auf eine spannende Lesung. Ich war bis zu meiner Verhaftung Leiterin der österreichischen wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle und hatte als solche verschiedene, teils kaufmännische, teils wissenschaftliche Mitarbeiter. Etwa im Juli vorigen Jahres wurde ich von einem Mann, mit dem ich von meiner seinerzeitigen Tätigkeit bei der Bildungszentrale der Sozialistischen Partei her bekannt war, aufgesucht und gebeten, aktiv in der Bewegung der revolutionären Sozialisten mitzuarbeiten. Da ich ein Kind habe und überdies beruflich sehr in Anspruch genommen wurde, war mir dies nicht möglich. Der Mann bat mich darauf, der Idee des Sozialismus wenigstens dadurch einen Dienst zu erweisen, dass ich erlaube, dass Briefe, die für ihn bestimmt seien, an meine Adresse in der Forschungsstelle geschickt würden. Dies habe ich auch getan. Ich wusste von vorhinein, dass es sich um Briefe handelt, die die Organisation betreffen. Ich hielt diese Sache für nicht zu gefährlich und fühlte mich verpflichtet, dies zu tun, weil es meiner sozialistischen Gesinnung entsprach. Die Briefe wurden zuerst unter meinen Namen gesandt, wobei als Kennzeichen mein Vorname Mitzi als Mitzi mit ZZ anstelle von TZ geschrieben wurde. Späterhin vereinbarte ich, dass die Briefe nicht mehr auf meinen Namen, sondern auf den Namen des nach Frankreich verzogenen Mitarbeiters Dr. Julius Glantfer geschickt wurden. Ich habe nämlich dies für weniger gefährlich gehalten. Die einlangenden Briefe wurden dann von dem Bekannten selbst, den ich Erich nenne, beziehungsweise seinem Boten, den er einmal mitgebracht hatte und den ich dadurch kennenlernte, abgeholt. Jedes Mal, wenn er Briefe holte, gab er mir auch Zeitungen zu lesen, die ich, je nachdem ich Zeit hatte, durchlas und dann verbrannte.
Ich wollte solche Zeitungen auch rasch verbrennen, als die Polizei am 27. November letzten Jahres bei der Durchsuchung der Forschungsstelle einschritt, wurde aber daran gehindert. Erich hatte mir eines Tages auch gesagt, dass er verschiedenes Material habe, das für die Geschichte der Bewegung interessant und wichtig sei. Doch könne er dasselbe nicht bei sich aufbewahren, weshalb ich auf meinen Namen ein Safe bei der Länderbank mieten solle. Dies habe ich auch 14 Tage vor meiner Verhaftung getan. Damit ich nicht in seiner Abwesenheit in das Safe gehe, hat er von mir die Legitimation und einen Schlüssel hierzu verlangt, während ich den zweiten Schlüssel behalten habe. Die Jahresgebühr von 15 Schilling habe ich von ihm ersetzt erhalten. Ich habe zweimal in das Safe Sachen eingelegt. Jedes Mal hat mich Erich beim Börsepark getroffen und mir das Material gegeben. Da ich Bedenken hatte, dass die Sache zu gefährlich sein könnte, hat er mir versichert, dass es rein historisches Material ist und mir deshalb auch den Inhalt eines Kuverts gezeigt, das nationalsozialistisches, unseren Gedankengängen also völlig fernstehendes Material enthielt. So protokolliert der Strafakt Maria Jahodas Aussage in der Gerichtsverhandlung vor dem Landesgericht für Strafsachen in Wien am 2. Juli 1937. Angeklagt ist sie, die revolutionären Sozialisten unterstützt zu haben. Revolutionäre Sozialisten, so nannten sich die Sozialdemokraten, die im Untergrund gegen die Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur kämpften. Jahoda gesteht an ihrer Arbeitsstelle, dem Wirtschaftspsychologischen Forschungsinstitut, eine Poststelle für die revolutionären Sozialisten eingerichtet und bei der Länderbank ein Schließfach zur Aufbewahrung von Schriftstücken der Organisation gemietet zu haben. Das Geständnis enthielt bestenfalls die halbe Wahrheit, eher weniger als die halbe Wahrheit. Was erzählen Verdächtige vor Gericht? Sie erzählen Geschichten, die ihre Handlungen rechtfertigen und sie in Zusammenhängen plausibel machen sollen, die nichts mit den erhobenen Anschuldigungen zu tun haben. Jahoda befolgt in den 9 Monaten ihrer Haft die Regeln des konspirativen Arbeitens. Die wichtigste Regel: gib nur zu, was nicht mehr bestritten werden kann, und belaste andere nicht. Eine zweite Regel: solange es möglich ist, leugne die Tatbestände, nicht aber die Gesinnung. 12. Februar 1934, Aufstand des Sozialdemokratischen Schutzbundes und seine Niederschlagung, Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und Errichtung einer autoritären Diktatur unter Engelbert Dollfuß als neuer sozialer Ordnung. Die Härte, mit der das Regime gegen den Aufstand des Schutzbundes vorging, traf Marie Jahoda schwer. Die Kämpfe hatten nicht nur eine militärische Dimension, es sollte auch ein Zeichen gesetzt werden. Der Beschuss von Wohnhäusern in den Wiener Arbeiterbezirken richtete sich nicht nur gegen die Kämpfer, die Kämpferinnen und deren Angehörige. Es ging auch um die Auslöschung der Errungenschaften des Roten Wien. Die Tiefe des Eindrucks dessen, was da geschah, war so groß. Man hatte so sehr das Gefühl des Endes einer wirklich sehr großen Bewegung. Man musste irgendetwas tun, um zu zeigen, dass man protestiert. Ich habe damals in der Forschungsstelle gearbeitet und ich bin etwa eine Woche nach den Kämpfen dorthin zurückgegangen. Da hat mir eine Kollegin gesagt: Mitzi, wenn du so ausschaust und dein Haar nicht wäschst und nicht eine frische Bluse nimmst, wirst du sofort verhaftet werden. Die Leute sehen es dir im Gesicht an, wo du stehst und wohin du gehörst. Das ist eine dumme kleine Anekdote, aber ich habe in dieser Woche selber nicht gewusst, was ich tue. Man hat erlebt ohne das Bewusstsein des Erlebens. Zwischen Februar 1934 und November 1936 führt Marie Jahoda 2 Leben. Im öffentlichen Leben war sie Sozialforscherin. Ihre Stelle als Hilfslehrerin in Volksschulen der Gemeinde Wien hatte sie verloren.
Sie übernahm die Leitung der wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle, die Paul Lazarsfeld begründet hatte. Lazarsfeld hatte nach Abschluss der Marienthal-Studie ein Stipendium der Rockefeller Foundation erhalten und war nach New York gegangen. Ein anderes Leben fand im politischen Untergrund statt. Drei Aufgaben waren es, die Yahoda für die revolutionären Sozialisten übernahm. Erstens war die Forschungsstelle wegen ihrer internationalen Kontakte als Postadresse für Briefsendungen, vor allem aus dem Ausland, gut geeignet. Zweitens war Yahoda Mitglied des Schulungskomitees und besuchte in dieser Funktion viele der jeweils aus 5 Mitgliedern bestehenden Zellen im Untergrund, um sie mit Informationen zu versorgen. Und drittens war sie eine der zentralen Kontaktpersonen für Josef Buttinger, der 1935 die Leitung der revolutionären Sozialisten übernommen hatte. In seiner Funktion war er gezwungen, vollständig in der Illegalität zu leben. Buttinger ist jener Erich, von dem Yahoda in der Aussage vor Gericht spricht. Yahoda organisierte Wohnungen für Besprechungen, nahm Verbindungen zu verschiedenen Leuten auf, arrangierte Treffen und schrieb Protokolle sowie Berichte der konspirativen Zusammenkünfte. Zu beiden Existenzen der jungen Frau, sie war bei ihrer Haftung noch keine 30 Jahre alt, kam noch ein Leben als alleinerziehende Mutter. Yahoda hatte aus der Ehe mit Paul Lazarsfeld eine Tochter, lebte jedoch seit 1932 von ihm getrennt. Ich hatte inzwischen 2 Zimmer in einer großen Wohnung in Döbling bezogen, die einer netten älteren Dame gehörte, die gerne den Babysitter spielte. Normalerweise holte ich Lotte um 4 Uhr nachmittags von der Montessori-Schule ab, ging mit ihr nach Hause und brachte sie abends um 7 ins Bett. Ich wusste, dass sie gut aufgehoben war, aber ich wusste auch, dass sie nicht wollte, dass ich noch einmal fortging. Ich hatte Schuldgefühle, wenn ich ging und wenn sie mich zum Bleiben veranlasste, hatte ich Schuldgefühle wegen meiner Arbeit im Untergrund. Durch die Verhaftung und die Ereignisse der nächsten 8 Jahre wurden meine Schuldgefühle ihr gegenüber noch verstärkt und ich bin sie auch nie losgeworden. Jetzt im Alter kann ich es als großes Wunder akzeptieren, dass sie sich entwickelt hat, obwohl ihre Kindheit geradezu ein Lehrbeispiel dafür war, wie man einen Menschen kaputt machen kann. Berechtigte Schuldgefühle richten bei niemandem Schaden an. Bud, mein Schwiegersohn, der weniger als ich zum Wunderglauben neigt, erklärt ihre Entwicklung und unser heutiges gutes Verhältnis damit, dass sie in den entscheidenden Jahren von mir getrennt war. Puh, gemeiner Kerl. Am Freitag, den 27. November 1936, ordnete die Polizei eine Durchsuchung der Forschungsstelle an. Sie verhaftete Marie Yahoda und 11 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Polizei ging davon aus, dass die Forschungsstelle nur Tarnung sei. In Wahrheit befinde sich dort der Nachrichten- und Informationsdienst der illegalen revolutionären Sozialisten. Die Polizei war auch davon überzeugt, in der wissenschaftlichen Leiterin des Instituts, Yahoda, ein führendes Mitglied des Zentralkomitees und des Exekutivkomitees der revolutionären Sozialisten vor sich zu haben. Darin irrte sie. Yahoda war selbst kein Mitglied des Zentralkomitees. Sie hatte jedoch engen Kontakt zu führenden Kadern und war mit den illegalen politischen Aktivitäten der Organisation vertraut. Bundespolizeidirektion Wien, Meldung vom 28. November 1937. Über Auftrag wurde am 27. November 1936 in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.45 Uhr in den Räumlichkeiten der österreichischen wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle in Wien 1, Wächtergasse Nummer 1, römisch 4-10 etabliert, von dem Gefertigten und weiteren Beamten eine Hausdurchsuchung vorgenommen, da der Verdacht bestand, dass dort selbst illegale Umtriebe im Sinn der revolutionären Sozialisten stattfinden sollen. Während der durchgeführten Amtshandlung
wurde die wissenschaftliche Leiterin dieser Stelle, Dr. Marie Lassersfeld, Nationale im Akt, sehr unruhig und nervös. Sie begab sich schließlich, während die Räumlichkeiten durchsuchenden Kriminalbeamten in dem an den ersten Raum anschließenden Zimmer verweilten, in das erste Zimmer zu den dort anwesenden weiblichen Angestellten der Forschungsstelle, wobei gesehen wurde, wie diese um Dr. Marie Lassersfeld eine Mauer bildeten. Gleich darauf machte sich Dr. Marie Lassersfeld in Kniehöhe an ihren Unterkleidern zu schaffen, wobei ihr Papiere zu Boden fielen, auf die sie mit den Füßen darauf stieg. Sie ergriff dann rasch diese Papiere und machte mit der Hand, in der sich diese befanden, eine Bewegung zu dem in ihrer Nähe befindlichen geheizten Ofen, in der zweifellosen Absicht, diese Papiere zu verbrennen. An der Ausführung dieser Absicht wurde sie daran gehindert, dass sie vom Gefertigten an der Hand ergriffen wurde, worauf sie über Aufforderung diese herausgab. Es hat sich hierbei unter anderem um folgende illegale Schriften gehandelt. Ein Exemplar Arbeiterzeitung, Organ der österreichischen Sozialisten, Nummer 46, dritter Jahrgang vom 15.11.36. Ein Blatt Informationsdienst der revolutionären Sozialisten, vom 22.11.36. Ein Blatt Nachrichtendienst der revolutionären Sozialisten, Sonderausgabe vom November 1936. Vorangeführtes Material liegt der Meldung bei, Kuvert A. Gezeichnet Karl Blankl, Kriminalrevierinspektor. In den ersten Monaten war Jahoda in einer Einzelzelle untergebracht. Für die Verhöre transportierte man sie zum Hauptquartier der Staatspolizei. 5 Beamte verhörten sie 2 Stunden oder mehr. Jahoda musste während der ganzen Zeit stehen. Grelles Licht blendete sie. Die Polizisten setzten sie unter Druck, wollten ihr ein Geständnis abpressen. Sie behaupteten, schon alles zu wissen. Ein Geständnis würde sich strafmildernd auswirken. Ich spielte die Unschuldige. Sie wussten, dass ich log. Ich wusste, dass Sie logen. Jede Seite wusste, dass die andere Seite wusste. Aber sie brauchten ein Geständnis oder einen Beweis. Sie erzählten mir, Lotte wäre schwer krank. Und wenn ich ein Geständnis ablege, würden Sie mir erlauben, mich nach ihr zu erkundigen. Nun ist es schön und gut zu wissen, dass Sie logen. Aber wenn man erst einmal wieder in seiner Zelle ist, fragt man sich doch, wenn es nun doch stimmt, würden Sie es nicht ausnutzen? Im Gefängnis wurde nicht gefoltert. Die Polizei war aber recht geschickt bei der Ausübung psychischer Gewalt. Um die Gefangene gefügig zu machen, entzog man ihr vollständig das soziale Umfeld. Sie durfte weder Briefe schreiben und bekommen, noch Besuch empfangen oder in ihrer Zelle lesen. Es war zermürbend, dem Alleinsein und dem Nichtstun auf extreme Weise ausgesetzt zu sein. Zur Zerstreuung rief sie sich Gedichte in Erinnerung, die sie auswendig gelernt hatte. Und sie machte auch eigene Gedichte. Das Lied von der Rosauerlende. Weil wir im christlichen Ständestaat leben, weil uns Faschisten die Bruderhand geben, weil wir den Kampf um die Freiheit nicht lassen, weil wir uns haben erwischen lassen, weil wir politisch gearbeitet haben, weil wir dabei nicht Obacht gaben, sitzen wir hier im Gefangenenhaus, wissen nicht, wann wir wieder zu Haus. Das ist das Lied von der Rosauerlende, wo uns die Tage zu langsam vergehen, halten im Schoß jetzt die müßigen Hände, bis wir wieder bei euch draußen stehen. Die Polizei hatte Probleme, das beschlagnahmte Material, die vielen Papiere und Aufzeichnungen aus dem Büro und Jahodas Wohnung, zu deuten. In ihren Augen existierte keine wissenschaftliche Arbeit, war die Forschungsstelle nur Fassade. Die Konsequenz? In den Verhören vermuteten die Beamten immer wieder, hinter Begriffen und Formulierungen, die in Forschungsberichten Verwendung fanden, verschlüsselte Mitteilungen mit politischen Inhalten. Ich habe damals Material für eine Arbeit gesammelt über die 2 Kulturen in Österreich.
Ich wollte das demonstrieren mit den zwei Witzfiguren, die es in Österreich gab. Dem kleinen Moritz und dem Aristokraten Graf Bobby. Ich hatte eine Sammlung von ungefähr 200 Witzen und war im Begriff, darüber etwas zu schreiben. Die Männer, die die Kreuzverhöre machten, haben all meine Akten aus der Forschungsstelle und von zu Hause gehabt und geschrien, wir wissen, Sie lügen, wir wissen, wir werden Sie schon noch überführen. Die sind das ganze Material durchgegangen. In den Verhören wurde ich angeschrien. Niemand hat mich geschlagen oder physisch gequält, aber sie haben mich stehen lassen für 2 Stunden, während sie alle da gesessen sind und sehr beleidigend immer nur mit dem Zunamen angeredet, eine Menge Licht auf mein Gesicht und so weiter. Und eines Nachts kam ich wieder zu einem Verhör und sie sagten, was ist das? Und ich sagte, das ist Material zu einer Arbeit, das ich gesammelt habe. Wir wissen, dass sie lügen. Wir werden schon sehen, was das ist. Und sie fangen an und lesen einen dieser Witze laut vor. Diese Männer, die mich da immer verhört haben, der Vorsitzende war ein Dr. Stegerwald von der Vaterländischen Front, waren so müd und gelangweilt und ich war müd. Und da hat es in dieser Nacht eine wirklich unbeschreibliche Szene gegeben. Einer liest den ersten Witz vor. Niemand sagt etwas. Und er schreibt mich an und sagt, wir werden schon herausfinden, was da wirklich dahinter ist. Und liest den zweiten Witz vor. Klein Moritz. Neulich bin ich spazieren gegangen, kommt ein Mädel auf einem Damenrad dahergefahren, wir haben angefangen zu plaudern, es war heiß, wir haben uns auf die Wiese gelegt, sie hat den Mantel ausgezogen, dann hat sie die Jacke ausgezogen, dann hat sie die Bluse ausgezogen, dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, Moritz, jetzt kannst du von mir haben, was du willst. No, habe ich mir das Damenrad genommen. Bevor man weiß, was geschieht, lachen diese meine Erzfeinde und ich. Lachen zusammen, lachen hysterisch. Einer der Männer steht auf und gibt mir einen Sessel, ein anderer gibt mir eine Zigarette. Sie sagen, Frau Doktor, setzen Sie sich nieder. Und zum Spaß sagen sie nach jeden 10 Minuten, wir werden schon noch herausfinden, was Sie für eine Verbrecherin sind. Und lesen weiter. Das war so ein unheimliches, außerordentliches Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Man weiß, das ist der Feind. Man weiß, man muss lügen. Man weiß, man darf nichts geben. Und in dieser hysterischen Situation diese Witze. Beide Arten so großartig und so typisch für die zwei Kulturen. Nach ungefähr einer Stunde haben sie mich zurückgeschickt. Es hat mich in meiner Zelle viel Zeit gekostet, bis ich mich damit abfinden konnte, dass ich mit diesen Menschen eine Stunde verbracht habe, als wären sie Menschen und ich ein Mensch, wo alles Feindliche weg war. Hysterisches Lachen und dieser klare Anspruch, wir werden es schon noch herauskriegen. Die politische Abteilung der Bundespolizeidirektion verfasste am 7. März 1937 eine Strafanzeige gegen Jahoda. Demnach hätte sie mit einer Strafe von bis zu 10 Jahren Kerker rechnen müssen. An dem Anfangsverdacht wurde festgehalten. In den Räumen der Forschungsstelle befinde sich die Leitung der revolutionären Sozialisten. Marie Jahoda gehöre dem Zentral- und Exekutivkomitee an. Die Staatsanwaltschaft möge Anklage wegen Hochverrat erheben. Es geht um das Delikt der Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung oder der Beteiligung an einer solchen in führender Position. Die Staatsanwaltschaft übernahm die schwerwiegenden Anschuldigungen der polizeilichen Anzeige nicht. Die Anschuldigungen des Hochverrats und der Gründung oder Führung einer staatsfeindlichen Verbindung wurden fallen gelassen. Die Anklage lautete nun auf Verbrechen nach § 5 Staatsschutzgesetz. Dieser Paragraf ahndet die Teilnahme an staatsfeindlichen Verbindungen und deren Unterstützung. Jahoda habe den revolutionären Sozialisten zugearbeitet. Sie wurde aber nicht mehr als führendes Mitglied der revolutionären Sozialisten bezeichnet. Marie Jahoda stand nicht alleine vor Gericht. Mitangeklagt war auch Marie Schneider,
geboren 1896 und gelernte Kürschnerin und Kappenmacherin. Wegen Arbeitslosigkeit arbeitete sie ab 1928 als Hilfskraft im Institut für Bildstatistik. Das Institut wurde im Zuge der polizeilichen Erhebungen gegen Jahoda durchsucht. Dabei stieß die Polizei in Schneiders Papierkorb auf verdächtige Briefkuverts. Bei der anschließenden Perlustrierung wurde in ihrer Geldbörse ein kleines, unverschlossenes Paket mit 25 Spendenmarken für die Aktion Weihnachten im Kerker gefunden. Die Spendenaktion, initiiert von der Sozialistischen Arbeiterhilfe und von allen linken Gruppierungen mitgetragen, sollte Familien der verhafteten und gefallenen Kämpfer des Februar 1934 materiell Unterstützung anbieten. Schneider wurde daraufhin verhaftet. Bei polizeilichen Einvernahmen und vor Gericht gab sie folgende Geschichte zu Protokoll. Vor einigen Jahren habe ich im Park einen Burschen kennengelernt, von dem ich jedoch nur den Vornamen Franzl weiß. Ich begegnete ihm anfangs November vorigen Jahres wieder und er fragte mich, ob ich nicht erlauben würde, dass sein Freund, der gegenwärtig im Obdachlosenheim nächtigt, durch einige Zeit an meine Adresse seine Briefe senden lassen dürfe. Es werde nicht lange dauern, da er bald eine eigene Wohnung erhalten werde. Ich dachte mir, dass dies eine Gefälligkeit sei, die ich erweisen könne, und erklärte mich einverstanden. Sagte aber, dass die Briefe auf den Namen meines Mannes geschickt werden sollten, da im Hause eine Frau wohne, die ebenso wie ich Marie Schneider heißt. Meinem Mann habe ich von dieser Vereinbarung nicht in Kenntnis gesetzt, denn der kümmert sich nicht um die Post. Warum sich der Freund des Franzl die Post nicht ins Obdachlosenasyl kommen ließ, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich traf Franzl wiederholt in der Nähe des Sparkassenplatzes an, wenn ich in die Arbeit ging. Er machte die Briefe vor mir auf, warf einen Blick hinein und sagte, dass der Brief ihm gehöre. Er wollte die Kuverts gleich wegwerfen, ich sagte aber, das macht man nicht auf der Straße, und gab sie in meine Tasche. Diese habe ich im Institut ausgeleert und so sind die Kuverts in den Papierkorb gekommen. Am Tag vor meiner Verhaftung gab mir Franzl auch ein ganz kleines Backerl, das in Papier gewickelt war, und bat mich, ihm dasselbe aufzuheben. Er werde es sich bei nächster Gelegenheit abholen. Ich gab das Backerl in meine Geldbörse. Über seinen Inhalt habe ich mir nichts gedacht. Bezüglich der Briefe dachte ich mir anfangs, dass es sich um Liebesbriefe handle. Insgesamt sind 2 oder 3 Briefe gekommen. Franzl ist eine Kunstfigur. In unterschiedlichen Variationen taucht sie in vielen Protokollen von Aussagen der politischen Häftlinge auf. Manchmal auch unter dem Namen Gustl. Mit einem im Grunde unbekannten und bedürftigen Franzl zu argumentieren, stellt eine fantasievolle Variante der Richtlinien zum Verhalten bei der Polizei dar. In der illegalen Arbeiterzeitung vom 18. August 1935 heißt es: Du weißt nichts. Es ist die Aufgabe des Referenten, dir deine Schuld zu beweisen, nicht deine, ihm zu helfen. Versuche nicht durch Geist zu glänzen. Es ist besser für dich, wenn er annimmt, dass du beschränkt seist. Sage prinzipiell nichts über andere aus. Die meisten Hineinreißer erfolgen durch gegenseitige Aussagen. Prinzipiell kennst du niemand anderen. Die öffentliche Hauptverhandlung am Landesgericht Wien fand am 2. Juli 1937 von 9 Uhr bis 10.45 Uhr statt. Zeugen waren keine geladen. Sie verlief recht unspektakulär. Jahoda gestand, was ihr nachgewiesen werden konnte. Sie wurde zu Kerker in der Dauer von 3 Monaten verurteilt. Die Strafe war durch die gerichtliche Untersuchungshaft von März bis Juni 1937 abgebüßt. Dennoch wurde die Verurteilte nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern wiederum in polizeiliche Anhaltehaft überstellt. Anhaltehaft war ein zentrales Instrument der Repression des Regimes. Die Polizei konnte Personen, die sich zu einer illegalen politischen Partei bekennen, an einem bestimmten Ort oder Gebiet einsperren. Diese Strafe wurde neben und unabhängig von den gerichtlichen Urteilen verhängt.
Sie konnte auch präventiv, also auf bloßen Verdacht hin, angeordnet werden. Marie Schneider erging es ähnlich. 2 Monate Kerker durch das Gericht, diese Zeit war bereits abgebüßt, dennoch Überstellung zurück an die Polizei und 2 Monate in Anhaltehaft. Warum wurde Marie Jahoder dennoch am 15. Juli, also 14 Tage später, aus dem Polizeigefängnis an der Rossauer Lände entlassen? Und warum hatten Beobachter den Eindruck gewonnen, dass das gerichtliche Verfahren sich wie ein inszenierter Formalakt darstellte, wobei die wirklichen Entscheidungen jenseits des Gerichtssaals gefallen waren? Während ihrer Haftzeit setzten sich bereits im Frühjahr 1937 zahlreiche Freunde aus der Schweiz sowie in England und Frankreich für die Freilassung von Marie Jahoder ein. Von mehreren Seiten wurde auf das Regime von Kanzler Schuschnigg Druck ausgeübt. Was da im Hintergrund vor sich ging, erschließt sich aus einem Schreiben des Bundeskanzleramts an das Justizministerium. Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten an das Bundesministerium für Justiz am 25. Mai 1937. Laut Informationen des Staatspolizeilichen Büros der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit wurde am 27. November 1936 aufgrund von vertraulichen Mitteilungen in den Räumen der sogenannten Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter der österreichischen wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle Wien 1, Wächtergasse Nummer 1, als deren wissenschaftliche Leiterin die Psychologin Dr. Marie Jahoder-Lasersfeld, Wien 19, Döblinger Hauptstraße Nummer 60 wohnhaft, fungierte, eine Durchsuchung vorgenommen, deren Ergebnis belastendes Material über die revolutionär-sozialistische Tätigkeit der genannten Dr. Marie Jahoder-Lasersfeld zutage förderte. Dem Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten sind in vorstehendem Gegenstande bereits seit einigen Monaten wiederholt Eingaben linksgerichteter ausländischer Organisationen im Sinne der Freilassung der Dr. Marie Jahoder-Lasersfeld bzw. der Niederschlagung des Strafverfahrens zugegangen. Nun wurde der Herr Staatssekretär für die Auswärtigen Angelegenheiten anlässlich seines jüngsten Aufenthaltes in London und Paris mehrfach in Eingaben und auch mündlich mit der Angelegenheit befasst und ersucht, auf eine möglichste Beschleunigung des gegen die mehr genannte eingeleiteten Strafverfahrens hinzuwirken. Hierbei wurde sowohl von englischen wie von französischen Intervenienten angedeutet, dass von Linkskreisen in England und Frankreich bereits für die künftige Unterbringung der Dr. Marie Jahoder-Lasersfeld in einer ihr zusagenden Stellung Vorsorge getroffen worden sei. Mit Rücksicht auf das von anscheinend ziemlich weiten, wenn auch linksgerichteten und daher Österreich wenig günstig eingestellten Kreisen, wiederholt bekundete Interesse an diesem Straffall, beehrt sich das Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten, das Bundesministerium für Justiz um eine ehegefällige Auskunft über den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit zu bitten und anzuregen, nach Tunlichkeit für die baldige Erhebung der Anklage und Anberaumung des Strafverfahrens Sorge tragen zu wollen. Das Regime wollte diese Frau endgültig loswerden. 14 Tage nach der Urteilsverkündung unterbreitete die Staatspolizei Jahoder einen Vorschlag. Man würde sie auf der Stelle gehen lassen, wenn sie bereit sei, unter Zurücklassung ihres Reisepasses innerhalb kürzester Zeit Österreich zu verlassen. Dass die Bedingung für die Freiheit die Staatenlosigkeit sein sollte, stürzte Jahoder in einen Zwiespalt. Es schien mir die furchtbarste Entscheidung, die man von jemandem verlangen konnte. Wo sollte ich hin? Was war mit Lotte, meiner Familie, meiner Arbeit, meinen Freunden, meinem Leben? Minutenlang stand ich bloß da. Dann unterschrieb ich. Und dann geschah etwas höchst Peinliches. Der Chef der Staatspolizei streckte mir seine Hand hin und sagte: Wir alle haben Sie für Ihre Standfestigkeit bei den Verhören bewundert. Und ich ergriff Sie.
Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Aber ich war dermaßen durcheinander, so gar nicht auf die Geste vorbereitet. Und eine ausgestreckte Hand hat etwas so Zwingendes. In Romanen lese ich manchmal von Männern, die sich verachtungsvoll von ihr abwenden, obwohl ich das im wirklichen Leben nie gesehen habe. Vielleicht gibt es ja Menschen, die diesem Zwang widerstehen können, stärkere Charaktere. Rabin und Arafat scheinen 3 Proben gebraucht zu haben, bis sie einen kamerareifen Händedruck zustande brachten. Meiner war ungeprobt und ich wünsche immer noch, ich hätte ihn nicht getan. Die Fähigkeit Marie Jahodas, die Beamten zu täuschen und den größten Teil der illegalen Tätigkeit im Verborgenen zu halten, war eindrucksvoll. Josef Buttinger und weitere führende Funktionäre blieben dem Zugriff der Polizei entzogen. Woher kommt diese Widerstandskraft? Eine mögliche Antwort findet sich in einem Aufsatz, den Jahoda 20 Jahre nach ihrer Verhaftung veröffentlicht hat. Es geht darin um das Konzept des Nonkonformismus. Unabhängiges und widerständiges Verhalten wird dann wahrscheinlich, wenn eine Person die Sache, um die es geht, so ernst nimmt, dass sie mit ihrem Handeln auch bereit ist, soziale Beziehungen oder die berufliche Stellung zu riskieren. Ein solches Engagement gründet nicht nur auf dem Verstand. Es betrifft das ganze persönliche Ich und an ihm sind intensive emotionale Kräfte und Konflikte beteiligt. Abstrakter formuliert: Für unabhängiges Verhalten braucht es eine hohe emotionale und intellektuelle Investition in ein Anliegen. Für Jahoda war die Sache, in die sie viel investiert hatte, das Projekt eines demokratischen Sozialismus. Die politischen Kämpfe der 1920 Jahre hatte sie in der Überzeugung durchlebt, dass sozialdemokratische Politik auch unter den Bedingungen des Kapitalismus zu Aufbauleistungen fähig war, die den konkreten Alltag von breiten Kreisen der Bevölkerung wirklich veränderten. Eine Stimme, die von den Geschehnissen heftig, wenn auch kaum sichtbar, betroffen war, ist jene von Jahodas Tochter Lotte. Sie war 1936 6 Jahre alt und hatte gerade begonnen, die Schule zu besuchen. 1937, als ihre Mutter gezwungen wurde, mittellos und unvorbereitet nach England ins Exil zu gehen, kam ihr Vater Paul Lazarsfeld aus den USA. Er nahm sie mit nach New York. Geplant war, dass Jahoda sie zu sich nach England holen würde, sobald sie sich selbst dort etabliert hatte. Die Weltgeschichte durchkreuzte diese Pläne. Nach dem Beginn des Krieges im September 1939 boten die USA mehr Sicherheit als England. Lotte Beilin lebt seither in den Vereinigten Staaten. Sie studierte Sozialpsychologie und hatte ab 1980 eine Professur an der Sloan School of Management des Massachusetts Institute of Technology, MIT, inne. Seit 1991 bekleidet sie die D. Wilson Professur of Management. Lotte Beilin hat das Schlusswort in dieser Lesung. In dem Jahr, in dem meine Mutter im Gefängnis war, besuchte ich die erste Klasse der Montessori-Schule. Vermutlich habe ich in dieser Zeit bei der Großmutter gelebt. Sie wohnte im 3. Bezirk, Seidelgasse. An einem Tag in der Schule standen plötzlich Blumen auf meinem Pult. Als ich meine Mitschülerinnen fragte, warum, sagten sie, weil meine Mutter im Gefängnis sei. Bis dahin hatte ich es nicht gewusst. Meine Großmutter hatte mir erzählt, dass Mutter verreist wäre. Danach war ich mit meinem Onkel im Kaffeehaus eine Schokolade trinken, wo er mir erklärt hat, dass sie nichts Falsches gemacht habe und dass es andere Gründe gab, warum sie eingesperrt war. Viele Erinnerungen an Wien habe ich nicht. Ich erinnere mich, viel mit meiner Mutter unterwegs gewesen zu sein. Ich erinnere mich an meine Cousinen und Cousins in einem ähnlichen Alter wie ich, mit denen ich gespielt habe.
Ich erinnere mich auch daran, dass mir nach der Niederlage der Sozialdemokraten im Bürgerkrieg gesagt wurde, wir dürften die Internationale nicht mehr singen, wie wir das vorher oft getan haben. Ich erinnere mich an Sommer, die ich in den Bergen verbracht habe und besonders den letzten Sommer, als die Nachricht kam, dass meine Mutter aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Übersiedlung nach Amerika war nicht einfach und es wird erzählt, dass ich anfangs ziemlich verunsichert war, als ich hierher kam. Ich kannte meinen Vater kaum und hatte meine Stiefmutter niemals getroffen. Das war ein kleiner Schock, aber natürlich hatte ich auch meine Mutter lange Zeit nicht gesehen, weil sie im Gefängnis war. Es muss also alles ziemlich verwirrend gewesen sein. Vielen Dank, Maria Hofstetter und Meinrad Ziegler. Das Ziel unserer Buchpräsentation ist es ja immer, schwierige Texte und wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen. Das gelingt vor allem dank der großartigen Lesungen von Maria Hofstetter. Liebe Maria, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Danke. Die Lesung aus dem Strafakt von Maria Hofstetter zeigt, wie gefährlich politisches Engagement in undemokratischen Verhältnissen sein kann. Maria Hofstetter war ja selbst eine hochengagierte politische Aktivistin und zu ihrer Zeit eine der damals wenigen Frauen an der Universität, später erfolgreiche Wissenschaftlerin. Und um von diesen biografischen Eindrücken den Bogen nun zum Internationalen Frauentag und auch zur Situation heute zu spannen, haben wir zwei Expertinnen eingeladen. Martina Kugelberger, Vorstand der JKU Linz, unter anderem zur Frauengeschichte und zu Frauenbiografien. Und Katrin Auer ist in vielen verschiedenen Zusammenhängen seit langen Jahren politisch aktiv und seit November Kulturstadträtin in Steyr. Wir dachten, das wären zwei Expertinnen zur Verbreiterung unserer Diskussionsgrundlage für die nachfolgende Publikumsdiskussion. Und ich möchte euch beide nun auf die Bühne bitten und auch um zwei kurze Inputs ersuchen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier bei dieser Veranstaltung mitwirken zu dürfen, dieses schöne Buch sozusagen ein bisschen weiter noch in die Diskussion hinausführen zu können. Ich habe mir gedacht, diese Biografie von Maria Hofstetter, ihre Identität als Wissenschaftlerin und als politisch Aktive so ein bisschen in den weiteren Kontext zu setzen, und ein bisschen zurückzugreifen, wie kam es, dass sie überhaupt Wissenschaftlerin sein konnte, wie kam es, dass sie politisch aktiv sein konnte. Das war in den 1920er Jahren schon, sie ist 1907 geboren, für viele besser Mädchen und junge Frauen aus bürgerlichen Familien möglich, aber noch nicht so lange. Wenn wir uns anschauen, die Wissenschaft, seit wann dürfen in Österreich überhaupt Frauen studieren? Maria Hofstetter ist 1907 geboren, gerade mal 10 Jahre vorher, 1897, öffneten die ersten Pforten der Universität Wien, nämlich die der Philosophischen Fakultät, ihre Türen für Studentinnen. Also das war noch nicht so lange her. 1900, 3 Jahre später, öffnete dann auch die medizinische Fakultät die Möglichkeit für Hörerinnen als ordentliche Studierende sich dort zu inskribieren. Dem vorausgegangen ist eine lange Debatte um dieses sogenannte Frauenstudium, ob Frauen überhaupt aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeit, aber auch aufgrund ihrer körperlichen
Ausstattung dazu befähigt werden, zu studieren, Berufe, intellektuelle Berufe in der Öffentlichkeit auszuführen. Das ist sehr hart und kontrovers debattiert worden. Verschiedene Frauenvereine haben sich für diesen Universitätszugang eingesetzt, haben sich dafür eingesetzt, dass Mädchen auch eine höhere Ausbildung und auch die Matura abschließen konnten, weil das war die Voraussetzung für ein Universitätsstudium. Und all das ist erst 1897 erstmals möglich geworden. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, also nach 1918, hat auch die juridische Fakultät Studentinnen ermöglicht, ein Studium aufzunehmen. Die Technische Universität kam hinzu, 1928 dann die evangelische Theologie und Schlusslicht war 1945 dann die katholische Theologie. Marie Jahoda sie ist 1907 geboren, ich habe schon gesagt, für sie war es möglich, ein Mädchenrealgymnasium im 8. Bezirk in Wien zu besuchen. Sie stammt aus einer Familie, aus einer jüdischen, assimilierten jüdischen bürgerlichen Familie. Ihr Vater war Kaufmann und sehr aufgeschlossen der Ausbildung auch seiner Töchter gegenüber. Auch ihre Schwester Rosi hat Biologie studiert. Und Marie Jahoda hat eben das Gymnasium besucht und 1926 maturiert. Und zu dieser Zeit waren an der Universität Wien ein paar Frauen bereits etwas etablierter, kann man so sagen. Also die Anzahl der Studentinnen nahm zu. Auch diejenigen, ein paar haben auch die Möglichkeit gehabt zu dissertieren, eine Doktorarbeit abzuverfassen. Aber insgesamt waren es gerade mal 12 Frauen, die sich an der Universität Wien bis 1938 habilitiert haben. Und das heißt, die Lehrbefugnis auf der Universität zu erwirken. 1905 war das die erste Elise Richter, eine Romanistin, 1921 eine Germanistin und 1923 dann Charlotte Bühler, von der war heute auch schon die Rede, die Doktormutter später dann von Marie Jahoda, die eigentlich in Dresden schon die Lehrbefugnis bekommen hat, aber die nach Wien übertragen konnte, als ihr Mann dort als Professor 1922 angefangen hat. Das war sozusagen dieser universitäre Rahmen. Für Marie Jahoda war es möglich zu studieren. Sie hat das auch ergriffen. Sie hat gleichzeitig auch eine Lehrerinnenausbildung gemacht. 1926, in dem Jahr, in dem sie maturiert hat, ist ihr Vater gestorben. Und für sie war es einerseits natürlich auch diese Lehrerinnenausbildung zu machen, um einen Brotberuf zu erlernen, aber gleichzeitig auch so eine Art Kombination. Sie war beseelt davon, auch durch Überbildung ihre sozialistische Haltung, ihre sozialistische Politik an die Menschen zu bringen, über Schulreformen. Und das war sozusagen eine Kombination, die Psychologie und auch die Tätigkeit in der Schule, wo sie das verbinden konnte. Da sind wir jetzt auch schon bei diesem politischen Engagement. Und das politische Engagement begann sehr bald. Sie war schon im sozialistischen Mittelschülerverband aktiv, hat dort auch führende Rollen eingenommen, hat publiziert zu verschiedenen Themen der Schule und ist hier auf die Straße gegangen bei Demonstrationen bereits in den 1924, 1925. Seit 1919 dürfen Frauen das erste Mal in Österreich in der Ersten Republik zur Wahlurne gehen. Im Februar 1919, da ist Marie Jahoda gerade 12 Jahre alt geworden, findet die erste Wahl statt, in der auch Frauen wählen dürfen. Mandatarinnen, ein Novum, ziehen in den Nationalrat ein. Es waren vorerst 8 sozialdemokratische Mandatarinnen, eine für die Christlich-Soziale Partei und eine für die Großdeutsche Volkspartei. Und diese 9 Frauen in der Politik, das waren Nationalrätinnen, da war Marie Jahoda noch weit weg davon, sie war noch jung und Schülerin, aber die haben natürlich jetzt auch was symbolisch eine gewisse Strahlkraft gehabt für Frauen, auch in der Politik sich zu engagieren. Sie ist dann, also wie gesagt, sehr aktiv und glaube ich, hat sich in dieser frühen Phase ihres Lebens auch sehr als politischen Mensch gesehen, viel mehr als Wissenschaftlerin, so mein Eindruck, und wollte eben diese politische Gesinnung und diese Einstellung, die Gesellschaft zu verändern, die Strukturen der Gesellschaft zu verändern, hin zu einer
demokratischeren, gerechteren Welt und diesen neuen sozialistischen Menschen, der eben jenseits des Kapitalismus für eine offene Gesellschaft steht, auch in ihrer Wissenschaft immer wieder in den Vordergrund rücken. Und das war für Sie eine, glaube ich, ganz starke Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen. In der Mitte 1934 hat dann dieser, würde ich mal sagen, geschlechterpolitische, frauenpolitische Aufbruch in der Ersten Republik ein jähes Ende gefunden. Die Gleichheit von Mann und Frau, die verfassungsmäßige Festlegung der Gleichheit von Mann und Frau in der Verfassung der Ersten Republik wurde zurückgenommen. In der Mai-Verfassung des autoritären Ständestaates kam das nicht mehr vor. Frauen wurden politisch wieder an den Rand gedrängt. Es gab das Vaterländische Frauenreferat, das als einzige politische Stelle hier sozusagen Frauenpolitik gemacht hat. Das Frauenbild wurde wieder sehr konservativ und in dem Sinn, aber das Wichtigste ist, wurden vor allem alle anderen Parteien verboten, die Sozialdemokratie, zuerst die kommunistische Partei und dann die Sozialdemokratie, und wir haben es gehört, Maria Jahoda ist in den Untergrund gegangen für die revolutionären Sozialisten und hat damit, ist dann auch deshalb verhaftet worden. Gut, ich würde es jetzt mal da belassen. Ich wollte einen kleinen Rahmen spannen, damit Sie ein bisschen einordnen können, in was die Entwicklung bis dahin war und in politischer Hinsicht für Frauen, aber auch in der Wissenschaft. Ja, vielen Dank. Da möchte ich hier anschließen. Ich fühle mich ehrlich gesagt sehr geehrt, dass ich heute hier sitzen darf, obwohl ich mich natürlich wie zu Hause fühle. In Steyr natürlich und auch hier im Museum Arbeitswelt. Aber es ist für mich wirklich eine Riesenehre, jetzt zu diesem Thema, zu Maria Jahoda und zu diesen Vorrednerinnen zu sprechen. Und möchte es jetzt runterbrechen, wirklich so von der Geschichte her. Und ich bin selbst Historikerin mit Leidenschaft und Politikwissenschaftlerin, aber jetzt schon wieder in unsere Realität zurück. Und kann nur sagen, es freut mich sehr, dass wir heute fast eine Frauenveranstaltung haben. Also danke allen solidarischen Männern, die heute hier sind. Aber es ist echt toll, ja, was für eine Frauenquote da heute herrscht. Und wir sind uns alle bewusst, wir profitieren von all dem, was die Generationen vor uns erreicht haben, ja, als Frauen. Ja. Aber auch als Männer natürlich, weil ich denke mir immer, wenn man redet über Feminismus und emanzipatorische Forderungen, es hat sich doch alles verbessert, oder? Durch eine Gleichberechtigung der Frauen, durch eine Gleichstellung und so weiter, was ist denn tatsächlich schlechter geworden? Ja? Es ist noch nichts perfekt, ja? Und deswegen müssen wir Frauen auch dranbleiben, auch politisch, weil geschenkt wird uns nichts, das wissen wir. Ja? Wir freuen uns über alle solidarischen Männer und andere Verbündete, über alle politischen Lager hinweg, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir immer noch sagen müssen, Moment, das Private ist immer noch politisch, es gibt immer noch nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es braucht eine Lohntransparenz, es braucht eine bessere Kinderbetreuung, es braucht eine bessere Kinderbildung und so weiter und so fort. Also Dinge, ich bin Jahrgang 1974, wo man sich denkt, oh Gott, das ist ja ein Zitat jetzt aus den 70er Jahren oder 60er Jahren von der Frauenbewegung und die war damals nur frecher, als wir es heute sind. Also wir sind ja eh schon sowas von handzahm mittlerweile. Nur diese Forderungen müssen wir wieder stellen. Und wir haben letzte Woche hier eine Veranstaltung gehabt vom Bündnis 8. März. Die war ungefähr genauso gut besucht wie heute, aber ich sehe nicht viele Überschneidungen. Das heißt, es freut mich sehr, dass dieses Thema auch wirklich eine Breitenwirkung hat, wenn man dort an zwei verschiedenen Tagen mit zwei verschiedenen Veranstaltungen ein unterschiedliches Publikum ansprechen kann. Also es besteht Hoffnung, was natürlich sehr optimistisch stimmt. Ich möchte kurz zu meiner Person noch was sagen. Wie gesagt, Jahrgang 1974, ich sitze jetzt hier als Stadträtin, hätte aber, obwohl ich Politikwissenschaft studiert habe, nie gedacht, dass ich jemals in die Politik gehe. Also das war jetzt nichts, was auf meiner Agenda gestanden ist. Irgendwann sitze ich dann im Rathaus und darf gemeinsam mit Bürgermeister Markus Vogel, der heute auch hier ist, und unseren Kollegen und Kolleginnen da die Stadtpolitik gestalten. Ja, und warum eigentlich nicht, ja? Warum nicht? Ja? Aber es ist so. Ich habe mir bis vor, jetzt haben wir März 2022, vor zwei Jahren habe ich schon gewusst, dass ich kandidieren werde, aber vor drei Jahren hätte ich das nie auch nur angenommen. Ja?
okay, was heißt das jetzt? Ich bin ein Mensch, eine Frau, ich verstehe mich als, eigentlich weiß ich, was ich will, ich weiß, wo ich hin will, ich traue mir was zu, ich habe studieren dürfen, ich habe eine gewisse Karriere gemacht, habe mich immer beruflich sehr gut erfüllen können und trotzdem, ich wäre nie gekommen und hätte gesagt, so, aber jetzt kandidiere, jetzt ist es soweit, jetzt ist für mich der Moment da. Und das frage ich mich seitdem immer wieder, ja, jetzt sitze ich hier, aber nicht, weil ich mich selber hingestellt habe und gesagt habe, so bitte, und darf ich jetzt endlich kandidieren, sondern weil ich gefragt wurde. Und da bin ich irre dankbar dafür, dass ich gefragt wurde, aber ich finde, es sagt da was aus, wenn ich vielleicht ein Beispiel bin für viele andere. Man muss uns heute noch fragen, glaube ich. Ja. Man muss vielleicht nur auf uns Frauen auch zugehen. Ja. Bei allem Selbstbewusstsein, was wir vielleicht an den Tag legen und bei aller Selbstverständlichkeit, aber trotzdem der letzte Schritt, ja, tatsächlich dann in die Politik zu gehen, das ist dann schon nochmal ein anderer. Und deswegen denke ich mir immer, alles, was ich selbst erlebt habe, kann ich eigentlich vielleicht auch auf andere nicht umlegen, aber zumindest meine Augen offen halten, wo gibt es noch andere Frauen, die vielleicht in der Lage wären und eine Freude hätten, in der Politik tätig zu sein, ja, und die dann auch wirklich ganz bewusst anzusprechen. Aber genauso junge Männer. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir junge Männer oder egal wen auch immer ansprechen, wo wir das Gefühl haben, die könnten da was bewirken und etwas gestalten. Und deswegen bin ich total froh, dass ich jetzt in der Rolle auch hier sitzen darf. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns solche Vorbilder wie die Maria Hoder hernehmen, die mich auch sehr geprägt haben, nämlich Frauen generell, die auch im Widerstand tätig waren, weil wir heute natürlich in einer Demokratie leben. Ja? Also es gibt jetzt keinen Bedarf, in den Widerstand oder Untergrund zu gehen oder sonst irgendwie eine Gefahr, da jetzt stundenlang verhört zu werden. Aber manche Menschen glauben, sie sind jetzt bedroht und politisch verfolgt und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man durch solche Veranstaltungen wie heute einfach wirklich nur mal die historischen Erkenntnisse und Fakten gerade rückt, ja, und einfach klar unterscheidet, um was es sich bei einer Demokratie handelt, um was es sich bei einer Diktatur handelt und um faschistische Systeme. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche Frauen auch vor den Vorhang zu bringen. Es ist ganz wichtig zu überlegen, wer weiß denn jetzt spontan, wie unsere aktuelle Frauenministerin heißt. Aber Sie wissen alle, wer die Johanna Donal war, oder? Ja, genau. Und das sagt doch auch was aus, oder? Also ich muss einmal überlegen, wie heißt sie jetzt eigentlich und was macht sie, die aktuelle Ministerin? Und was war das Letzte, was wir von ihr gehört haben und wo will sie uns eigentlich hinbringen? Also da ist sehr, sehr viel Luft nach oben natürlich und die Johanna Donal ist ein großes Vorbild, aber ich denke mir, die war auch nur eine Frau und ein Mensch. Ja? Und genau das ist wichtig, dass wir sie als Menschen und als Frauen sehen und nicht da als Idole und Ikonen, weil dann traut sich erst recht keiner mehr in die Politik gehen. Ja. Wir sind alle Menschen und alle machen Fehler und alle haben ihre Stärken und Schwächen. Und ich glaube, es ist ganz eine wichtige Stärke von uns Frauen, dass wir auch wieder das Wort Feminismus verwenden, dass wir uns das auch wieder auf die Fahnen heften trauen und dass wir uns neue Formen überlegen, wie man eine neue Frauenbewegung auf die Füße stellen kann. Weil das war auch eine Erkenntnis der letzten Woche. Was braucht es jetzt eigentlich, ja, um eine neue Frauenbewegung am 111. Tag, Internationalen Frauentag, was braucht es heutzutage? In Zeiten des Krieges, den wir auch nicht erwartet haben, in Zeiten einer Pandemie, die wir jetzt schlecht oder recht hinter uns gebracht haben, was braucht es tatsächlich? Weil das Leben muss für alle besser werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch ganz berechtigte feministische Forderungen stellen und die sind leider oft nur die gleichen wie vor 30 oder 40 Jahren. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Geduld und Ausdauer. Vielen Dank für die Verbreiterung der Diskussionsgrundlage. Jetzt wäre die Möglichkeit, hier nachzufragen im Spannungsfeld Frauen, Politik und Wissenschaft und Stefan Rosinger hat schon das Mikrofon bereit. Das Licht geht an. Wortmeldungen jederzeit erlaubt. Hinter dir, Stefan. Gibt's schon. Mich würde interessieren, wie die internationalen Verbindungen waren, beziehungsweise was hat das Ausland gewusst, um da Druck zu machen, um die Frau Jahoda aus dem Gefängnis oder aus ihrer
beschissenen Situation herauszubringen. Dafür ist wichtig natürlich die Marienthal-Studie. Die Marienthal-Studie hat Jahoda gemeinsam mit Lazarsfeld und Zeisel international sehr bekannt gemacht. Und das war einer der wichtigsten Aspekte, die es also erleichtert haben, sozusagen Unterstützung für sie ganz international zu mobilisieren. Also das war sehr stark aus Wissenschaftskreisen ist das gekommen und hat natürlich auch was mit den revolutionären Sozialisten bzw. mit der internationalen Sozialdemokratie zu tun. Aber der wichtigste Aspekt war sicher ihre Bekanntheit als Autorin der Marienthal-Studie. Und natürlich auch ein guter Anteil war auch der Protest, auch der internationale Protest, die ja auch gesehen haben, was sich in Österreich hier abspielt. Weil man muss ja sehen, dass das sozusagen, das vergisst man dann oft, ich meine, dass das austrofaschistische Regime wurde wenige Monate begründet, nachdem Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hat. Das heißt, es hatte auch doch eine starke antifaschistische Note bei dieser Unterstützung, zweifellos das auch. Also so ungefähr würde ich das beantworten. Weitere Fragen? Die Geschichte der revolutionären SozialistInnen ist ja zwischen den 60er, 80er Jahren aufgearbeitet worden von einigen Historikern in Österreich, aber damals halt hauptsächlich eher als Männergeschichte. Jetzt in den letzten Jahren kommen immer wieder Publikationen auch von den Frauen, die damals im Widerstand aktiv waren, eben auch Marie Jahoda. Ich arbeite auch zum Josef Buttinger, dem Vorsitzenden der Revolutionären Sozialisten, und der hatte ja auch einige Frauen in seinem Umfeld, unter anderem auch zum Beispiel die Anni Stein, die kein Mensch kennt heutzutage. Und meine Frage wäre, gibt es im Umfeld der Marie Jahoda und im Umfeld des Josef Buttinger auch noch andere Frauen, die irgendwie bei den Recherchearbeiten untergekommen sind, die irgendwie auch in diesem Rahmen vielleicht erwähnenswert wären? Also es gibt natürlich, also unser Anliegen war bei diesem Buch vor allem auch gewissermaßen nicht die sehr bekannten Gesichter bei den revolutionären Sozialisten auf die Wert zu legen, sondern ebenso wie Marie Jahoda das auch war, eher die aus der zweiten Reihe, die nicht so bekannt sind. Und da gab es natürlich, also es gibt den Namen Käthe Leichter, der ja auch sehr bekannt ist, Marie Jahoda, Marie Schneider, das ist eine andere Person, die wir auch hier in der Lesung angeführt haben. Das Problem bei dieser Sache ist tatsächlich, dass wir haben versucht, sehr vieles zu recherchieren, aber gerade für jetzt Frauen, aber das gilt auch für Männer weitgehend, aus dieser zweiten Reihe, die nicht in den führenden Positionen war, ist es leider so, dass es hier relativ wenig, ich will nicht sagen, dass es an Aufarbeitung mangelt, da gibt es Bemühungen, aber es ist einfach real tatsächlich sehr viel verschüttet. Ich kann das Beispiel von Marie Schneider nennen, wo wir wirklich versucht haben, nicht nur ihren Namen so zu nennen, sondern sie auch eine Gestalt und ein Gesicht zu geben. An Marie Schneider kann sich die ist aus dem Wien, 15. Bezirk, wir haben dort in den Bezirks nachgeforscht, das kann sich niemand mehr an sie erinnern. Es war nicht einmal klar, das Todesdatum beispielsweise oder wo sie begraben wurde. Alle diese Dinge sind extrem schwierig zu recherchieren gewesen. Es war nicht unser erstes Ziel, es war ein wichtiger Aspekt, gerade aus dieser zweiten Reihe Daten und Informationen und Sichtbarkeit herzustellen. Das ist wirklich schwierig, weil sich über die Jahrzehnte hinweg das eigentlich so verliert, dass oft gar keine Spuren mehr vorhanden sind. Das ist ein reales und ein echtes Problem. Aber es gibt natürlich auch Frauen, auch aus dem Widerstand, die jetzt heute erforscht wurden, aber heute erinnert, wird das aus meiner Sicht noch sehr viel zu wenig. Aber da würde ich einfach an die Kolleginnen weitergeben, weil die sich aus ihrer Perspektive da noch tiefergehend was sagen können. Ja, ich kann dazu, ihr habt sehr viel geforscht zu Frauen im Widerstand im Nationalsozialismus in Oberösterreich und ich sehe da eine Parallele, nämlich die, dass wenn man heute zurückblickt, also es gibt mittlerweile eine Aufarbeitung und auch ein Buch, das wir nächste Woche in Linz präsentieren, zu Frauen in Oberösterreich, viele Namen,
Aber diese, warum so eine späte Aufarbeitung, warum kommt das erst jetzt? Das hat sehr viel mit nach 45 zu tun und ich glaube, das war bei Marie Yahuda ja nicht anders. Sie ist für ihre politische Gesinnung in Haft gegangen, hat nichts verraten, hat sich diesen Verhören unterzogen, ist eingestanden für die Sozialdemokratie, aber das hat ihr niemand gedankt nach 1945. Sie, glaube ich, hatte ja schon die Vorstellung, zurückzukommen nach Österreich, auch einen Platz in der Sozialdemokratie, in der SPÖ einzunehmen. Ich habe gelesen, sie wollte, hatte immer so eine Vision, auch Unterrichtsministerin zu werden. Und sie wurde aber nicht eingeladen. Es wurde ihr deutlich gemacht, mehr oder weniger direkt, dass sie schon kommen kann, aber sie wird nicht eingeladen. Und das hat sie sehr gekränkt. Und das ist das eine und gleichzeitig ist auch ihr Anteil, ihre Widerständigkeit damit nicht mehr tradiert worden, nicht mehr weitererzählt worden. Sie ist eigentlich in Österreich bis vor kurzem, bis eure Bücher erschienen sind, als Autorin, Mitautorin bestenfalls von dieser Marienthal-Studie bekannt gewesen, als Sozialwissenschaftlerin, aber nicht als diese politische Aktivistin. Und so ist es auch sehr vielen Frauen ergangen, die Widerstand im Nationalsozialismus geleistet haben, dass es nach 1945 dann nicht diese Frauen, es ging sicher auch einigen Männern so, die Heldinnen waren, sondern dass sie selber sich gar nicht so gesehen haben, dass sie einen großen Anteil geleistet hätten, dass sie selber nichts geschrieben haben darüber, dass sie eigentlich das eher so als Selbstverständlichkeit gesehen haben oder dass sie sich sogar geschämt haben dafür, nämlich in Haft gewesen zu sein oder wegen verbotenen Umgangs zum Beispiel mit Kriegsgefangenen angeklagt gewesen zu sein. Also das war in der Nachkriegsgesellschaft etwas, was man vielleicht gar nicht so groß erzählt hat. Vielleicht in den eigenen Reihen politisch, aber selbst da sind die Frauen oft nicht so gesehen worden. Und das hat Jahrzehnte gedauert, bis das erforscht wurde, bis die Frauen selber zum Reden motiviert worden sind und auch sichtbar gemacht worden sind. Da geht es eigentlich um ein Anliegen der Frauengeschichte aus den 70er Jahren, genau diese Geschichten sichtbar zu machen. Und darum halte ich das auch in der heutigen Zeit, in der Gegenwart für so wichtig, dass wir uns dem widmen und dass wir das sichtbar machen, diskutieren und auch erkennen, dass das, wie wichtig dieses Engagement auch in den hinteren Reihen ist für unsere Demokratie, eben nicht wegzuschauen, wenn Unrecht passiert, Acht zu geben auf das, was passiert und auch im Kleinen, wie im Großen, nicht nur die Heldentaten des Großen immer anzuschauen. Vielleicht möchte ich da noch was ergänzen, weil einfach jetzt deine Wortmeldung mich auch dazu bringt, dass man sehen muss, dass es hier natürlich auch um unterschiedliche politische Konzepte nach 45 geht. Du hast das ja angesprochen und Marie Yahuda war wie viele andere aus den Kreisen der revolutionären Sozialisten sicher keine, sage ich jetzt mal, einfache Person, die leicht auf einen politischen Kurs umgeschwenkt ist, der nach 1945 tatsächlich der Hauptstrom innerhalb der Sozialdemokratie war, nämlich wieder diese Kooperation und Zusammenarbeit. Die waren kämpferischer, die waren auch radikaler, waren vielleicht auch kritischer gegenüber der neuerlichen Etablierung von traditionellen Herrschaftsstrukturen, auch kapitalistischer Strukturen. Das heißt, es ist zweifellos auch eine politische Frage und soweit ich jetzt als Beobachter das sagen kann, ist es aus meiner Sicht wirklich so, dass die Sozialdemokratie nicht besonders stark ist, in der Frage, sich auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen politischen Richtungen, die es einmal gab, mit verschiedenen Aspekten, sondern in dem Aspekt ist eigentlich die Sozialdemokratie, würde ich sagen, relativ geschichtsvergessen. Und das finde ich eigentlich eine traurige Angelegenheit und ist auch wirklich schade, weil man in den kommenden Auseinandersetzungen, die vor uns stehen, wo so jetzt Fragen auftauchen, plötzlich die lange Zeit überhaupt keine Bedeutung zu haben schienen, wie zum Beispiel die Frage, wie verändert man gesellschaftliche Strukturen und was spielt Gewalt hier eine Rolle? Alle diese Dinge werden ja eigentlich nirgendwo diskutiert oder sind auch in der Sozialdemokratie meines Wissens nicht besonders diskutiert worden. Das heißt, es hat schon auch damit zu tun, dass Yahuda von ihrer politischen Ausrichtung und ihrer Denkweise vielleicht radikaler war als den herrschenden Strukturen innerhalb der Sozialdemokratie, die nach 1945 recht war. Das ist ja auch irgendwie diese Vergessenheit, diese Leute nicht einzuladen. Das hängt schon auch damit zusammen. Bitte.
Es ist ja nach dem Februar 1934 nicht die gesamte Sozialdemokratie geschlossen in den Widerstand gegangen. Es war ja eigentlich eine Minderheit, die dann wirklich das auf sich genommen hat, da in der Illegalität weiterzumachen. Ja. Und oft war das nicht eine individuelle Entscheidung, dass man in den Widerstand gegangen ist, sondern man war ja vorher schon in irgendwelchen Netzwerken, die es erleichtert haben, dass man de facto als Gruppe in die Illegalität gegangen ist. Kann man das bei der Marie Jaho da wirklich mit Quellen nachvollziehen? Ich habe mal gehört, dass sie Teil oder im Umfeld von dieser Funke-Gruppe war rund um das Ehepaar Kultscher, wo ja dieser Karl Hartl war, mit dem sie bei der Marienthal-Studie mitgewirkt hat, dass sie von der Seite auch den Josef Buttinger kennengelernt hat. Ja. Also da wollte ich fragen, ob es da irgendwie Quellen gibt, da, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann. Und das Zweite ist, wo ich noch Stellung nehmen wollte, war zu dieser Frage mit Frauen in die Politik holen. Ich glaube, dass die Marie Jaho da ein ganz anderes Verständnis gehabt hat, dass es nicht darum gegangen ist, Frauen in die Politik zu bringen, sondern Frauen zu organisieren. Die Marie Jaho da war ja in der Zwischenkriegszeit im Roten Wien in diesen Arbeiterbüchereien als Ehrenamtliche aktiv und die haben sie so verstanden als Erzieherinnen für den Sozialismus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es klar ist, auf was hinaus will. Es ist ein ganz anderes Konzept, ob ich Leute versuche zu organisieren, selbst zu ermächtigen und für diesen Kampf nicht für eine demokratische Gesellschaft, sondern für eine sozialistische Gesellschaft zu gewinnen. Ja. Und ich glaube, da ist halt die heutige Sozialdemokratie halt Lichtjahre entfernt von dieser Tradition. Und ich würde mir wünschen, wenn sie diese Tradition wieder aufnehmen würde. Nicht nur am 8. März. Ja. Also der Weg Jaho das zu den revolutionären Sozialisten war tatsächlich über die Gruppe Funke. Sie eigentlich, also man weiß das hauptsächlich aus den Interviews, die sie in den 80er Jahren gegeben hat, wo sie sich sehr viel dazu äußert. Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass sie wirklich echt schockiert war von diesem Rückschlag, weil sie wirklich in dieser Aufbruchszeit der 1920er Jahre sehr lange drinnen war und einfach immer die Hoffnung hatte, ausgehend vom Roten Wien, das sozusagen tatsächlich auch auf größerem Maßstab, also verbreitend von Wien ausgehend, die Arbeit dort so überzeugend ist, dass auch in den anderen Bundesländern diese Idee des Sozialismus aufgegriffen werden könnte, und das wurde für sie, glaube ich, wirklich stark zerschlagen, und erst hernach hat sie Kontakte gesammelt mit der Gruppe Finke und diesen Leuten und ist von daher in diesen Widerstand hineingekommen organisiert. Und der große Aspekt, der für sie wichtig war bei dieser Unterstützung von Buttinger, war, dass sie als Intellektuelle und als Wissenschaftlerin diese breiten Kontaktmöglichkeiten hatte. Das war nicht für viele alle anderen möglich, und das war aber wichtig, dass sozusagen hier Leute genommen werden, die es erstens gewohnt sind, zu vernetzen, andere Leute, und die sich auch in der Öffentlichkeit bewegen können. Das war einer dieser Aspekte, die sie wirklich gut geeignet haben, dafür so eine Assistentin in der Illegalität für Buttinger zu werden. Das ist die eine Geschichte. Die andere, ganz kurz möchte ich nur sagen, dass ich glaube, die Marie Jaho da hatte eher das Gefühl, nicht nur die Frauen alleine, sondern alle durch Bildung und durch politische Schulung zu eben neuen Menschen zu machen und sozusagen die Entwicklung dieser Menschen zu fördern, sie zu befähigen, damit sie dann als nächster Schritt auch in der Politik aktiv werden, dass sie sozusagen Klientelpolitik besonders für Frauen gemacht hat. Das war sicher nicht der Fall. Ihr Gedanke war ein viel breiterer, würde ich mal sagen, nicht nur Frauen zu fördern, sondern alle zu fördern und ihr politisches Bewusstsein zu fördern und ihre Fähigkeiten, sich als Menschen sozusagen zu positionieren, zu reflektieren und für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Und das war für sie der vordergründige Geschichte, nicht jetzt einzelne Frauen in diese institutionellen Kanäle einzuspeisen, so würde ich das sagen. Aber ich würde das auch sofort unterschreiben, dass genau das braucht, diese Ermächtigung. Also sei es jetzt von Frauen oder von allen Menschen, die man ermächtigt, in die Politik zu gehen und Bildung zu betreiben. Aber ich glaube, es ist heutzutage auch ganz, ganz wichtig, dass wir das Handlungsfeld
Politik auch wieder attraktiv machen, weil mittlerweile durchlaufen wir in Österreich ja eine Vertrauenskrise, was Politik betrifft. Ja. Ich meine, es wird uns ja da vorgelebt, Gott sei Dank von einer anderen Partei, aber trotzdem, was man alles falsch machen kann, nämlich ganz bewusst und mit Klientelpolitik und so weiter und so fort, aber auch vor der eigenen Tür zu kehren ist wichtig, wenn man selber dann Vertrauen missbraucht, ja, und irgendwie sich verhält, dass man andere Leute vielleicht sogar davon abschreckt, in die Politik zu gehen. Also ich habe das nicht oft, also ich habe das oft gehört, so quasi, was, das tust du an, ja, und das verstehe ich eigentlich gar nicht, ja, weil ich denke mir, jeder Job hat seine Herausforderungen und jedes Betätigungsfeld, und es ist einfach wichtig, dass man, wie Sie gesagt haben, jetzt dieses Ermächtigen der Menschen durch Bildung, aber gleichzeitig auch wieder als Tätigkeitsfeld einfach auch wieder richtig attraktiv zu machen, ja, und richtig zu sagen, da geht was weiter, da kann man was gestalten, da kann man was machen, und man verliert sich dabei aber nicht als Mensch oder muss sein ganzes Leben aufgeben oder sonstiges. Also das fand ich ganz, ganz wichtig heutzutage, gerade in Österreich. Weiß man eigentlich, ob dieser ominöse Erich auch strafrechtlich verfolgt wurde? Nein. Also was passiert, was ist da passiert? Ja. Ein Mann aus derselben politischen Schiene missbraucht eine Frau auf der geistigen Ebene. Also ich habe da schon ein gravierendes Problem. Der hat die Frau absolut nur benutzt, um selbst dem Ganzen zu entschlüpfen. Also und da weiß man nicht, was aus diesem ominösen Herrn geworden ist. Okay, also ich würde das so nicht bezeichnen, wie Sie das beschreiben, weil sozusagen in einer illegalen Organisation ist sozusagen es total wichtig, vor allem auch, also das ist so eine sage ich mal, Grundregel des illegalen Arbeitens, ich beschreibe es jetzt einmal nur, dass natürlich die führenden Leute irgendwie geschützt werden müssen. Das ist ein Punkt, der ganz zentral ist. Butinger hat sich auch nicht irgendwie davon gestohlen, sondern er konnte fliehen, wie der Nationalsozialismus dann da war, und hat sich in den Vereinigten Staaten dann aufgehalten und ist auch dort geblieben, sozusagen. Also ich glaube nicht, dass man das so bezeichnen kann. Ich meine, eine große Frage, die glaube ich alle, nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch andere Linke extrem bewegt hat, was bedeutet diese ganze Situation und wie geht man mit der nach 45 um? Das ist, glaube ich, eine große Frage, wo sich sehr viele Geister geschieden haben, und das ist zum Beispiel ein Aspekt gewesen, wo Marie Jahoda persönlich auch sehr große Probleme hatte. Ihre Idee, also die Idee des Sozialismus war ihr total wichtig, aber sie hat irgendwie in dieser Nachkriegszeit und in diesen Jahrzehnten nachher irgendwie die Vorstellung verloren, wie man, das Ziel war klar, aber die Wege, wie man hinkommt, das war für sie immer schwieriger, und ähnlich ist es meines Wissens jetzt auch von Butinger gegangen. Butinger hat sich in den Vereinigten Staaten sehr stark für Flüchtlingsfragen eingesetzt, hat dann gerade jetzt auch für Vietnamflüchtlinge sehr viel getan, hat ja also zivilgesellschaftliches Engagement gepflegt, aber sich politisch sonst auch nicht mehr organisiert oder betätigt. Gibt es noch weitere Fragen, weil sonst würde mich interessieren, es war jetzt ein paar Mal das Thema von politischen Zielen und Handlungsweisen. Katrin Auer, was macht man heute als Politikerin? Wie bringt man mehr Frauen in die Politik? Was sind diese politischen Agenden, wo du deine politische Energie reinsteckst? Gute Frage, wenn ich da jetzt schon die Antwort drauf hätte. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man es vorlebt, ja, weil das auch mir geholfen hätte oder hilft, wenn ich einfach so Orientierungspunkte habe und möglichst niederschwellig arbeitet und offen. Ja. Also ich glaube, jeder Mensch hat seine Kompetenzen, hat sein Wissen, und wir haben ein Schwarmwissen, und umso wichtiger ist es, dass man das auch alles anzapft. Ja. Und das ist so generell meine Zugangsweise. Andererseits habe ich natürlich auch klare Ideen. Ja. Also ich bin
zutiefste Antifaschistin, dass ich mich oft zusammenreißen muss. Ja. Das heißt, alles was Feminismus betrifft, Frauenemanzipation, das trage ich jetzt nicht dauernd vor mir her, aber es ist wirklich da drinnen gut verankert, weil man manche Kompromisse eingehen muss. Ja. Aber deswegen freue ich mich, wenn ich das heute einmal so deklariert sagen kann, weil im Alltag ist es natürlich immer schwieriger. Aber ich habe eine Bandbreite an Zuständigkeiten, wo natürlich jetzt Klimastrategie, Nachhaltigkeit, Kultur, Gleichbehandlung und so weiter auch dazugehören. Und das sind Dinge, die kehren für mich zusammen, das sind die Zukunftsthemen. Ja. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe, die Gleichstellung von Frauen hat unser aller Leben verbessert, ja, und wird es weiterhin verbessern, aber es gibt halt einfach nur Menschen, die man davon überzeugen muss. Und leider auch in unseren eigenen Reihen. Ja, das ist das, was mich oft am meisten schockiert, wenn ich junge Kolleginnen oder selbst Genossinnen mit kleinem i überzeugen muss, naja, alles, was wir haben als Frauen, ist jetzt erkämpft worden, so wie es die Gewerkschafter ja auch sagen. Ich meine, alles, was wir haben als Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, ist erkämpft worden und uns nicht geschenkt worden, und als Frauen geht es uns ja genauso. Und deswegen können wir uns zwar mal ein bisschen auf diesen Errungenschaften ausruhen und sie genießen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was braucht es tatsächlich, das habe ich eh schon gesagt, und wo sind die Gefahren eines Backlashes, also wirklich eines Rückschlages, was man in der Pandemie gesehen hat, wo Frauen beklatscht werden und trotzdem nicht besser bezahlt werden und so weiter und so fort. Also soziale Gerechtigkeit, also die ganzen Werte, die wir eh kennen und teilen, natürlich stehen die ganz, ganz hoch oben, und die muss man am besten mit Synergien überall einbinden und einbringen, wo es nur geht. Und ich glaube einfach, das Vorleben, das glaube ich, ist das Beste, zumindest für mich, was ich versuche. Von Vorbildern war die Rede, das Vorleben war ein Thema. Martina Kugelberger, in der Vorbereitung habe ich auch erfahren, du hast jetzt viel zu Marie Beutelmeier geforscht. Und jetzt würde mich schon noch interessieren, vielleicht fürs Publikum, wer war Marie Beutelmeier? Könnte sie ein Vorbild sein, und gibt es da irgendwie Parallelen zur Biografie von Marie auch, oder? Außer dem Vornamen Marie. Na, Marie Beutelmeier ist wesentlich älter als eine andere Generation als Marie Jahoda, ist 1870 geboren in Neukirchen am Walde im Innviertel. Und sie war die erste sozialdemokratische Pionierin, würde ich sagen, in Oberösterreich. Sie ist die erste Gemeinderätin in Linz gewesen 1919 und im Oberösterreichischen Landtag als erste Landtagsabgeordnete, war dann auch ein paar Jahre im Bundesrat. Und sie hat sich da in diese Position selbst ermächtigend hinaufgearbeitet. Sie hat ganz klassisch, wie es für Arbeiterkinder in dieser Zeit war, mit 12 nach Linz gekommen und in der Tabakfabrik, in der Zigarrenfabrik, in der Kaffeeersatzfabrik Frank gearbeitet, ganz unter desaströsen Bedingungen gewohnt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Sie war ein uneheliches Kind und hat sich dann eben der Sozialdemokratie angeschlossen. Bei der 1. Mai-Demonstration war sie in Wien 1890 und ist dann politisiert worden und hat dann im Arbeiterinnenbildungsverein, den sie mitgegründet hat in Linz, ist sie sozusagen in diese Institution hineingerutscht und hat hier die sozialdemokratische Frauenbewegung aufgebaut in Oberösterreich. Und diese, also sie ist dann 1934 ausgeschieden, 64-jährig, ist im Austrofaschismus nicht mehr aktiv gewesen, hat sich mehr oder weniger zurückgezogen und ist dann nach 1948 verstorben. Und sie war wirklich so eine ganz glühende Rednerin, ist bei allen Frauentagen aufgetreten und war so eine Mandatarin der ersten Stunde, ist aber mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Ich habe jetzt jahrelang nach sämtlichen Spuren nachgegangen, die ich von ihr gefunden habe. Ich vermute, dass bei den SPÖ-Frauen irgendwann mal ein Nachlass war, den es leider nicht mehr gibt. Es ist das Grab in Linz 1998 aufgelassen worden. Das ist offenbar nicht mehr verlängert worden. Und somit ist es mir jetzt ein Anliegen, und es ist ein bisschen ein Stück weit gelungen. Es hat nämlich auf Initiative
eines SPÖ, eines alten Herrn eigentlich, der nach einem Vortrag von mir in Neukirchen am Walde die Idee hatte, man muss das wieder ausgraben und der ein Theaterstück in Auftrag gegeben hat, das jetzt schon ein paar Mal aufgeführt worden ist. Und dass eigentlich so diese Themen und Reden der Marie Beutelmeier wieder auf die Bühne bringt und eigentlich auch diese Aktualität vieler dieser Themen, soziale Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, wir haben ja auch, und da vielleicht jetzt auch anschließend zur Sozialwissenschaftlerin, die Not von Menschen, die Rechtlosigkeit von Menschen, die eben keinen Zugang zu Bildung oder nur sehr schweren Zugang zu Bildung haben. Und das ist eigentlich sehr gut gelungen und ich freue mich sehr, dass die Figur und diese Pionierin auch wieder ein bisschen in den Fokus gerät und in der Partei selber auch, also ein Stück Parteigeschichte eigentlich in Oberösterreich wieder entdeckt wird. Gut, ich mache nochmal einen Blick durchs Publikum. Es jetzt keine Fragen mehr gibt und das kommt mir so vor, habe ich aber auch den Eindruck, dass das ein wunderbares Schlusswort war, nämlich in diesem Sinn, dass es Vorbilder braucht, dass es aber auch zeigt, dass wenn Geschichte scheinbar lange her ist und wir reden jetzt da über 120, 150 Jahre, dass doch gewisse Grundprobleme in der Gesellschaft Bestand halten. Und wenn man sich an diesen Grundproblemen entlang orientiert, dann bleiben auch die Ideen und Gedanken, die man formuliert, zu einem gewissen Grad aktuell. Und das ist, wie gesagt, auch das Bemühen unserer Maria Ahoder Edition war das Bemühen der heutigen Veranstaltung, gerade weil auch die Publikationen von Maria Ahoder sich an solchen Grundfragen orientieren und man aus ihren Expertisen und Forschungen sehr viel mitnehmen kann für eine politische Analyse von prägenden Zusammenhängen der Gesellschaft heute. In diesem Sinne herzlichen Dank für die spannenden Beiträge. Ihnen ein großes Danke für die interessanten Fragen. Und ich habe eingangs noch etwas versprochen, nämlich, dass es am Büchertisch so etwas wie eine kleine Überraschung gebe. Und da kann ich jetzt sagen, Sie dürfen sich dort ein Ildefonso mitnehmen. Es gibt einige Argumente, die gegen Ildefonso sprechen. Auf der anderen Seite könnte man die Frage stellen, es gibt ja doch eine große Menge an Süßigkeiten, wieso gerade Ildefonso? Das war die Frage, die mich als erster berührt hat. Die Antwort kam von Meinrad Ziegler und Waltraud Kanonier Finster. Es war die Lieblingssüßigkeit von Marie Ahoder und in dem Sinne nehmen wir die sehr gerne mit zu den Veranstaltungen, weil es ihr auch immer ein Anliegen war im Exil in England und auch in den USA, wenn sie Besuch bekam aus Österreich, dass ihr Ildefonso mitgebracht wurden. Und genau diese Tradition bei diesen Veranstaltungen mit einzubauen, war unser Anliegen. Dann in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Kommen und einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.